Galaxy Note 10.1 für euch. Das ist heute brandaktuell ganz neu vorgestellt worden. Vorweg kann man sagen, das Ganze ist eher ein Mix aus Galaxy Note und dem klassischen 10.1. Wir haben also ein 10.1 Zoll großen Display. Darauf läuft natürlich Android 4.0. Was besser als beim klassischen 10.1 ist, wir haben hier einen 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor. Im Vergleich zur Konkurrenz kann man aber sagen, dass das Ganze dann doch eher relativ schmal ausfällt, da ja der Trend eher zu 4 Kernen geht. Zu Spezifikationen noch, vorne haben wir eine 2-Megapixel-Kamera und auf der Rückseite haben wir eine 3-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Die größte Besonderheit ist aber natürlich hier dieser Stift, der mit dem Gerät mitgeliefert wird. Dadurch gibt es auch natürlich einige Anwendungen, die genau auf diese Bedienung spezifiziert sind. Wir haben zum einen verschiedene Note-Anwendungen, wie wir hier unten den S-Note, den S-Planer, dann auch von anderen Entwicklern PS Touch und Adobe Ideas. Wir gehen jetzt einfach mal in den S-Note hinein. Dient einfach dazu, Notizen zu machen, was wirklich mit dem Stift richtig gut funktioniert. Ihr könnt einfach eine neue Note über Plus hinzufügen. Und so können dann wirklich kinderleicht Notizen angefertigt werden. Zudem habe ich die Möglichkeit, wenn ich es so möchte, von allen Bildschirminhalten einen Screenshot zu machen, was wir jetzt beispielsweise mal von der Wetter-App machen. Man sieht schon, es ist etwas schmal wirklich auf der Brust, also im Vergleich zu anderen High-End-Produkten sind es doch relativ lange Ladezeiten. Wir gehen jetzt beispielsweise in die Wetter-App und sagen, wir wollen hier etwas Besonderes hervorheben. Jetzt hat dieser Stift hier einen kleinen Druckpunkt. Den halte ich jetzt einfach gedrückt und gehe parallel, bleibe ich auf dem Bildschirm. Dann wird in Kürze ein Screenshot erstellt. Darauf kommt gleich der Screenshot und ich kann ihn damit beim Stift bearbeiten, kann also wichtige Sachen einkreisen, kann Dinge besonders hervorheben und kann einen Screenshot, wenn ich es will, jederzeit abspeichern. Auch eine witzige Sache ist, an der Rückseite ist eine Art digitaler Radiergummi. Ich kann also einfach auf eine Notiz oder auf eine Markierung darauf gehen und kann die dann wegradieren, wenn ich das denn möchte. Ist also wirklich die Hauptbedienung auf den Stift ausgelegt, lässt sich aber auch problemlos mit dem Finger bedienen. Möchte ich eine Seite zurückspringen, kann ich ebenfalls mit dem Stift das Ganze machen. Ich halte hier gedrückt und streiche nach links. Das sind aber mehr oder weniger auch schon die ganzen Neuerungen. Ist also wie gesagt ein Galaxy Note in groß. Mal schauen, was in Zukunft noch für Apps mit sich bringen. Gerade PS Touch und Adobe Ideas sind sicher interessante Sachen für die Zukunft. Muss man wirklich schauen, was da die Entwickler sich einfallen lassen.